Dies ist die spannende Geschichte einer Reise durch ein Land, wo nichts mehr so ist, wie es einmal war. Ein Land heftigster Umbrüche, in dem Himmel und Erde über den Haufen geworfen werden und alte Traditionen zu verschwinden drohen. Andreas Pröwe hat sich mit seinem chinesischen Freund Sun Deyu auf den Weg gemacht, China neu zu entdecken. Dabei folgen sie dem Yangtze von Shanghai flussaufwärts. Sie durchstreifen Megastädte und einsame Landschaften, machen Abstecher in die Wüsten des Landes und bereisen den fruchtbaren Süden, bis sie unter schwierigsten Bedingungen ihr Ziel, die Quelle des Yangtze-Kiang, in über 5000 Metern Höhe erreichen.